Moin Moin, willkommen zurück zu einer weiteren Runde von Elite 2 im Ranglistenmodus. Oben gibt es Vampir, das ist schon mal gut. In Burg. Welcome to Nova. So, was haben wir Schönes? Seeschlangen sind nice. An sich schon sehr gut ausgeglichen. Ah, sind viele Tanks. Wir nehmen erstmal den mit und rollen dann später noch mal. So werden wir es machen. Und dann werde ich hier den Green Devil Start los mit einem Green Devil loslegen. Hab 4 magischen Schaden, aber das ist gar nicht so schlimm. Ich glaube, ich packe den gleich mal hier rüber. Auf die andere Seite. Ist auch Crab Lord, okay. Hat auch die goldenen Beschützer. Hat Millennium und einen Ochs noch. So, Pyro. Und Double Seeschlange. Okay, der steht vielleicht ein bisschen zu weit vorne. Für meine Seeschlangen. Da habe ich jetzt nicht drauf geachtet. Doch, es geht noch. Es geht noch. Aber sollte auf jeden Fall erstmal ausreichen. Magischer Schaden ist viel da. Auch frei so ein bisschen. Da sollten wir auf jeden Fall bei der 10 nochmal rollen. Oh, es wird knapp. Gerade so. So. So machen wir das. Aktuell was senden macht wenig Sinn bei dem Pyro. Deswegen warten wir auf die 6. Hat nur 3 Seeschlangen gebaut. Wir starten jetzt auch mit der ersten. Ich werde dann auf 6 gehen. Das wird er wahrscheinlich auch vorhersehen. Beim Pyro ist das immer so. Ja, was soll ich ihm jetzt reinschicken? Die Schnecke oder was? Macht ja gar keinen Sinn. Bei dem mal upgraden.
Es bringt mir nichts, wenn ich jetzt was schicke. Für ihn ja, mit den Seeschlangen. Sehe ich ein. Das hat auch einen verstärkten Mudman gebaut. Das reicht nicht wegen dem Mudman. Ich habe 4 abgehalten. Ah, nee, wir bauen ein bisschen Verteidigung auf. Hauen die Schnecke noch rein und dann ist gut. Bekommen. Und Blut hat er noch gehen können. Jetzt muss ich verteidigen. Es geht zum King durch, ist gar nicht schlecht. Aber wir uns auch. 2 Robos sind durchgekommen. Wir werden auf jeden Fall den hier upgraden. Dann machen wir den noch. Dann machen wir ein bisschen den King noch hoch. Blutknochenkrieger. Ja. Jetzt kriege ich hier die 160 ab. Die Schlange macht die Echse sofort weg. Double Boot kann ich nicht verteidigen. Schade, wäre der noch abgekackt. So, wir gehen einfach 2 Worker und setzen hier noch einen hin. Ja, nur Tanks und wenig Schaden, weiß ich nicht. Könnten auf jeden Fall auf 10 gehen. So ein bisschen die Upgrades erstmal rausholen. Halbtraum stark, nehmen wir mit.
Das nehmen wir mit. Statt dem goldenen Beschützer können wir die mitnehmen. Sind wieder eine Double Brute. Ah, da kommt wieder was durch. Ich hebe mir die Kohle auf, damit ich einen Albtraum platzieren kann. Der Waldläufer. Der wird er wahrscheinlich jetzt upgraden. So, Albtraum geht rein. So. Ich kann auf jeden Fall noch eine Echse mit reinschicken für den bisschen Stichschaden. Gucken wir mal. Die aufgewerteten Archer und der Zeus, die machen den schon gut zu schaffen. Ja, sehr gut. Wenn der nicht gehalten wird, ist immer gut. So, wir nehmen einen Worker mit. Wir machen mal ihn, damit der Albtraum davon profitieren kann. Dann machen wir noch zwei von den Crablords hin. Und dann haben wir das eigentlich ausgenutzt. Fürst des Todes gerollt. Auch Vampir genommen. Den werden wir upgraden und dann sind wir gut aufgestellt mit dem Doppelgänger. Das sollte erstmal reichen. Hauen wir jetzt einfach noch ein Blut rein für die Runde. Let's go, boys. Der Franz Firlefanz. Ah, da baut ganz schön viel Pyros auf. So. Ja, mit Healing sind wir auf jeden Fall auch gut dabei. Das ist gar nicht schlecht. Wir können noch Healing dazu packen.
Muss man dringend noch mal ein paar Upgrades machen. Nächste Runde die Gargoyles. Boah, Alter, 400. Ich hab Lebensraub und den Kettenheal. Oh, der Doppelgänger geht da und scheiße. 400 ist einfach zu fett. Was soll man da machen? Er hat ohne Cent hat er verkackt. Aber unser King ist maximal aufgewertet, das geht. Wir haben zwar viel Kohle gekriegt, aber das haben wir überstanden zumindest. Ist ja auch schon mal viel wert. Jetzt müssen wir ein paar Worker aufpushen. Sonst wird das nichts. Ja, klingt gut. Jetzt machen die King-Aufwertung. Das sind wir erstmal abgesichert. Und können ruhig noch ein paar Worker pushen. Ich mache jetzt ja alles in Worker rein. Wir müssen einfach die Gesenz machen. Gucken wir mal, was passiert. Ich bin jetzt ein bisschen zurück, klar. In den Workern. Habe ich mir schon gedacht. Oh, hat von allem etwas. Ich glaube, ein Ogre macht schon Sinn, nochmal extra drauf zu packen. Oh, noch ein bisschen Stichschaden. Ich würde mit Mimik gehen. Da können wir den Fürst des Todes und die ganzen Pyros abwehren und haben noch Stichschaden für all die anderen Reste, der noch da ist. 60 kriege ich noch zusammen. Und Unhold noch rein. Und dann beten wir. Und die werden jetzt auch mal fett schicken. 280? Fett war das aber nicht. Ich dachte, da kommt mehr. Also die ganzen Pyros. Holy shit. Pyros haben einfach alles ausgelöscht.
Das sieht gar nicht gut aus. Werten die mal auf. Let's go. Mehr geht nicht. Pyros machen einfach alles weg. Die machen alles weg. Gut, wir schicken einfach mit. Mehr Optionen habe ich jetzt sowieso nicht. Wir könnten noch ein bisschen Healing so dazu packen oder noch mehr von den Crab Lords. Ach du Kacke. Der AOE-Schaden für den Pyros ist einfach so fett, die werden alle weg ausgelöscht einfach. Peklito schon tot, genau wie der Mohul. Tot. Das war's. Ich konnte einfach nicht anstinken. Ich hätte viel zu viel noch gebraucht, um da überhaupt mitzuhalten. Da hatte ich keine Chance gegen die Pyros. Da hätte ich viel mehr Worker gebraucht. Naja, das war eine weitere Runde Legion. Schaut euch gerne bei anderen Videos mit vorbei. Lasst ein Like da, wenn ihr mehr sehen wollt. Bis dahin, entspannten Tag. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.